Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Entrouded mit dem Voucher und mit dem Knörzler. Schön, dass ihr da seid. Kurz zur Info für euch. Ich habe jetzt keine Materialien gefarmt, weil ich ja gar nicht weiß, welche Mats wir brauchen. Wenn ich jetzt eine Stunde Steine geklopft hätte, dass wir noch ein bisschen was bauen können und wir möchten vielleicht eher noch irgendwelche anderen Materialien geschwind holen, dann hätten wir natürlich die Zeit verloren. Deswegen, wenn jetzt noch was fehlen sollte in dieser kleinen Baurunde zum Abschluss, dann würde ich das dann mit einer Blende holen, ne? Dass wir jetzt nicht irgendwie Zeit verbollern, wir brauchen sie vielleicht nachher gar nicht. Und wir können jetzt natürlich auch den Charakter nehmen, eine neue Welt erstellen mit diesem Charakter. Und dann sollten wir ja in der Lage sein, diese Fortschritte hat ja der Charakter dann und was man im Inventar hat, das haben wir ja schon festgestellt. Vielleicht machen wir nochmal eine Streamrunde, bevor die Demo endet. Aber jetzt hier noch zwei, drei nur Baufolgen möchte ich mir gerne sparen. Das gehört für mich dann ins Thema Early Access Spielstand. Da werden wir das dann ganzheitlich erleben, ja. Jetzt schauen wir einfach mal. Wir haben ja jetzt auch gestern zum Beispiel diese Steinblöcke bekommen und so weiter. Für mich ganz wichtig, ich habe in dem Baumenü jetzt noch nicht allzu viel gemacht. Ich habe da wirklich nur einen ganz kleinen minimalen Ersteindruck gewonnen und war eigentlich recht begeistert, was wir da so finden. Jetzt schauen wir mal eben, ob wir irgendwas noch haben, was jetzt gerade hilft. Ich gucke gerade mal hier kurz rein. Hier haben wir noch mal Schutz zum Beispiel. Kann sein, dass wir den mal mit rüber nehmen. Die Nägel nehme ich jetzt schon mal mit rüber. Miasma-Holz können wir mit rübernehmen, Äste können wir mit rübernehmen, das Schild lasse ich hier, rostiges Schwert lasse ich hier, die Runen lassen wir hier, das nehme ich auch mal mit, die Knochen, eventuell können wir sogar noch mit Knochen was anstellen. Und ganz wichtig wäre eigentlich ein Bauhammer, ne? Hier ist eine Werkbank, lass mich mal kurz gucken, da haben wir nochmal Feuerstein. Jo, sieht, ob wir nochmal eine Übersicht haben, was wir so überhaupt schon gesammelt haben, ist ja doch einiges. Der Bauhammer wäre hier. Dann ziehe ich mal auf die Fackel. Die Fackel werden wir aber eher noch brauchen wie die Heiltränke heute. Hier ist noch ein bisschen Holz. Und hier sind die Blöcke. Die wollte ich eigentlich hauptsächlich. Knochenblock. Gealterter Block. Dann machen wir mal den Scan kurz rüber. Den Block. Die Brutbeine machen wir mal rüber. Und den Block. Die Stiefel tausche ich gegen das. Die Nägel gegen das für einen Moment. Und ich würde sagen, dann machen wir das einmal so. Knochen. Tierfell. Weiß ich nicht, ob wir es direkt brauchen. Die Holzscheiten nehmen wir mal mit. Gut, also Bauhammer ausgerüstet. Dann gehen wir erstmal nochmal ins Baumenü rein, Tabulator. Gut, wir haben hier unten diese Formen. Was jetzt ich am allerliebsten rausfinden würde, wie bekomme ich das hin mit Entfernen? Weil man kann ja einzelne Blöcke rausschlagen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Panoramafenster will, hier ist der Hammer, oder? Ist das der Hammer? Wieso sind die Fenster so tief? Ach, deswegen, ja. Ja, aber das ist doch ein Knüller. Jetzt muss ich gucken, dass ich die Kisten dann nicht abbaue. Ey, du kannst hier also richtig schön einzelne Blöcke rausstanzen, ne? Das heißt, du hast aber auch die Möglichkeit. Guck mal, jetzt habe ich hier zum Beispiel einen versaut. Das war wahrscheinlich ein ganz normaler Steinblock, ein Einser. Dann müssten wir jetzt mit einem Steinblock nachfassen, ne? Bub, hast du es wieder ausgeglichen. Das heißt, jegliche Form, die ich setzen kann. Schon alleine, dass man sowas machen kann, finde ich ja einen absoluten Turbo. Lass mich mal kurz gucken, wir hatten da oben eine Decke aus Holz, ne? Lass mich mal kurz hin, ob ich das nochmal nachgebaut kriege. Wenn ich das jetzt hier rüber verlängern wollen würde, gehe ich hier rein. Das war, glaube ich, die Viererdecke. Das wäre dann die da. Aus Holz, ne? Grober Holzblock. Bup. Jetzt haben wir das schon mal miteinander verbunden. Finde ich ziemlich cool. Weißt du, was ich halt auch ziemlich cool fände? Wenn wir dem Schmied hier hinten beispielsweise nochmal so eingeben und jetzt würde ich dann einfach mal, ich muss ja nicht unten zwingend noch mehr hinnehmen. Nur mal so als Idee. Jetzt pass auf, dann bräuchte ich als nächstes, glaube ich, die da. Und die würde ich gerne mit einem anderen Block mal machen. Machen wir mal. Ja, aber der Knochenblock, der sieht halt schon krass großartig. Das wäre jetzt eher was für unten drin dann. Machen wir mal einen gealterten Steinblock hier hin als Säule. Okay. Dann müsste man ja hier fast noch einen hinnehmen. Ist halt schon geil. Ist halt schon ziemlich cool. Jetzt habe ich aber wahrscheinlich diese Blöcke, die ich gerne hätte. Wo war denn der Mizell? Wo ist denn der Metallblock? Da haben wir jetzt keinen, ne? Da muss ich mal ganz kurz gucken, wie ich den herstellen kann. War das in der Werkbank? Blöcke. Grober, mir ist selber wachsen. Grober Feuerstein. Metallblock. Ah, du bräuchtest Metallplatten. Ja, aber Schmiedle, Schmiedi. Schmiedi.
Wo hab ich mein Metallschrott, Leute, hier? Ich mach den mal rüber, ne? So, 18 jetzt in der Warteschlange. Also, dass wir zumindest den Block mal angucken können. Was ich nicht weiß, ob ich noch mehr Schrott hatte. Weil jetzt Schrottfarmen gehen, da ist die Zeit rum, ne? Dann machen wir da eher kleine Sachen draus. Ich sehe jetzt hier nichts mehr irgendwie. Nee. Was war denn das? Ah, ja, das war dieses Pilzgeflecht. Was haben wir hier noch? Getrocknetes Fell. Hier, Metallschrott. Ich habe mir das gedacht, dass noch irgendwo welches ist. Wir haben nämlich einiges eingesammelt auch die Tage. So, das läuft durch für den Metallblock. Jetzt gucke ich gerade noch mal kurz den Schmiedebereich so durch. Bauhammer kennen wir. Miasmahäuser, das ist alles okay. Den Metallblock will ich sehen. Dächer. Da hätten wir einmal hier Holzscheit und Teer. Wir haben auch ein Teer, aber nur eins. Und ich glaube, Teer habe ich rausbekommen aus dem Lagerfeuer damals. Hier kannst du nur Kohle herstellen. Ich glaube, Teer habe ich bekommen, als ich das Lagerfeuer abgebaut habe. Hier ist auch nirgends Teer drin. Na gut. Der Beschwert und so, das sind die Sachen von ihm. Eine Fellrüstung, die haben wir uns jetzt nicht angeguckt. Die finde ich auch nicht so wichtig. Geschirr ist mir jetzt auch nicht so wichtig. Dann sind wir beim Schmied, was mich angeht, durch. Ausrüstung verbessern, das Thema haben wir uns angeschaut. Nö. Mal gucken wir noch kurz in der Werkbank. Pflanzenfasern, Dachblock, getäter Schindelblock. Mit Feuerstein und Stein, dann machen wir die. So, machen wir daraus ein Dach. Eine Hake, das wissen wir auch. Kleine Truhe, Greifhaken, winzige Truhe. Die kleine Truhe haben wir nicht gebaut, finde ich auch nicht so wichtig. Die ist einfach wahrscheinlich mehr Platz. 24 Gegenstände, 16, ne? Kleider kennen wir. Feuerstelle, Stühle, Bänke, Lichtquellen. Gibt es da noch irgendwas Cooles? Eine Kerze. Einfach mal angucken, weißt du? Hier eine Glühwurmlampe. Angucken. Da haben wir leider kein Harz im Moment oder nicht genug, aber das, die würde ich schon gerne sehen. Die würde ich schon gerne sehen. Da bin ich doch mal bereit und holen wir noch mal ein bisschen Harz. Siehst du denn, jetzt hätte ich zum Beispiel eine Stunde Steine geklopft gestern. Dann hätte man zwar was bauen können, aber die Sachen dann nicht mehr anschauen. Ist halt die letzte Runde. Da will ich jetzt einfach noch mal ein bisschen plätschern lassen, das ein oder andere angucken. Vielleicht auch mal im Housing-Bereich gleich, ne? Wie Rucksack voll. Der ist immer irgendwie voll, gell, dein Rucksack. Gibt ja bestimmt auch eine Rucksackerweiterung. Das heißt ja nichts, dass der jetzt bei mir voll ist, ne? Ja, dann hau die auch noch rein. Und jetzt holst du dir das Harz. Hallo, ich hab doch die gegessen. Er will sie nicht. Dann lösche ich sie. So, jetzt kann man Harz aufnehmen. Und die machen wir auch noch. Ja, vor allem, deswegen sage ich ja, mich erinnert es ganz viel an Portal Knight. Jetzt nicht vom Aufbau der Welten und so, sondern einfach irgendwie vom Ablauf. Und also ich bin sicher, da gibt es noch richtig coole Rüstungen, Waffen, bessere Waffenverbesserungen. Das wird schon ziemlich cool, glaube ich. Vor allem freue ich mich unheimlich auf diese Welt. Wie die dann insgesamt später sein wird. Bist du auch eine Knörzel-Harztanne? Bist auch eine Harztanne, gell? Wir bauen auf jeden Fall was Eigenes im Early Access, ne? Da werde ich keine so eine Ruine nehmen dann oder so. So, ich glaube, das reicht. Ding, die Ling, Ding. Schönes Patchwork-Häusle, ne? Mit verschiedenen Bauelementen jetzt hier. Also die sind schon ziemlich nice. Das hier ist so standardmäßig, gefällt mir aber auch recht gut. Aber da sind schon einige Sachen dabei, die ich richtig toll finde. Jetzt haben wir wahrscheinlich das Problem, dass wir bei den Lichtquellen die nicht bauen können, weil der Rucksack voll... Ne, hat geklappt. So, was ich auch wissen will, Türen. Brauchst du zwei Metallschrott? Schidi. Gib mir mal... Okay. Jetzt muss ich dann erst was ausräumen, aber ich habe noch Platz. Lass mich mal kurz hier die eine Lampe vielleicht kurz setzen. Die Schädellampe mache ich mir mal direkt an die... Okay, die ist jetzt aus Versehen hier hingeballert. Ich wollte die schöner setzen, aber die kann man ja umsetzen, Gott sei Dank. Ne? Gut, die Schädellampe sieht also so aus. Dann aber hier die coole. Die setze ich auf die Werkbank. Schon allein, dass du die Werkbank bestücken kannst, ist halt unheimlich toll. Kann man den...
Musst du den wegschlagen dann, wenn du den haben willst? Guck mal, die Glühwurmlampe, die ist super. Die gefällt mir richtig gut. So, pass auf, die Blöcke wollen wir jetzt auch gleich checken. Ich hätte allerdings schon gerne dieses Teil hier erweitert. Machen wir auch Patchwork-mäßig. Ich weiß nicht, ob uns die Mats reichen. Ich will mir einmal gerne angucken, wie sieht eine Holzwand aus. Brauche ich eine große? Ich mache natürlich mit Fenstern. Wir gehen einfach von oben runter. Also hier machen wir uns einmal eine Knochenwand hin. Dann eine gealterte Steinwand. Dann die grobe. Ne? Mit Kuba so, mit R irgendwas, gell? Mit R. Die grobe, dann Mycel. Dann haben wir hier grober Holz. Da muss ich allerdings eine Tür reinbauen. Und wir gucken es uns erst an, wenn es zusammen ist dann. Warte mal schön. Dann hätte ich gerne die Platten mal kurz rausgeklüpft. Das hier schmeiße ich jetzt mal weg. Warte, muss ich kurz hier rein. Das schmeiße ich jetzt mal weg. Löschen. Metallblöcke. Hä? Doch hier. So. Ey, das sind schon schöne Bautiers. Gefällt mir richtig gut. Dann machen wir hier Metallfenster rein jetzt. Metallfenster. Zwei Stück hätte ich gerne, ja. So, jetzt gucken wir es uns mal an. Jo, Alter, da kriegst du eine richtige Schreckensburg gebaut. Vor allem, was ich jetzt natürlich gerne wissen würde, ist, kann ich da mit den Knochenpfosten... Ich könnte natürlich sowas als Knochenpfosten da nehmen, ne? Was sind denn die Knochenblöcke hier? Guck mal. Kannst du hier so rüberbauen? Beispielsweise, ne? Gut, da ist es ein bisschen... Es ist ziemlich krass gut eigentlich. So, und jetzt machen wir das einmal kurz zu. Mit einer normalen... Machen wir da mit Fenster. Hier muss natürlich eine Tür rein, aber nicht aus Knochen, sondern aus gealterter Stein. Fenster. Boah, das ist schon geil. Gut, hier, das sind jetzt so Kleinigkeiten, die lernst du dann beim Aufbau, dass das alles schön harmonisch ist. Gut, jetzt pass auf. Wir haben Dächer. Ich würde eher ein kleines nehmen. Terrain. Was ist denn das alles? Ein Terrain Cube? Aber da fehlen mir jetzt Mats, ne? Sammle mit der Spitzhacke Materialien für Terrainwürfel. Kannst du da wirklich nur so eine Hobbit-Hütte bauen, ne? Etwas als Gelände benutzen praktisch, um vielleicht eine Straße... Ist das Straßenmaterial irgendwie gefühlt, gell? Ne, ich will jetzt einfach mal versuchen, so ein Dach hier hinzubauen aus diesen Dachziegeln. So, wie drehe ich die mit Q und R? So, wie kriege ich... Ja, aber da guckt ja das Ding jetzt hier raus, ne? Das ist nicht ganz das, was ich will. Das ist nicht ganz das, was ich gern möchte. Das habe ich bestimmt falsch gesetzt. Also warte mal, mit Z oder irgendwas konnte man es zurückmachen, ne? Jo, das ist halt einfach auch geil. Ja, aber ich glaube, am Ende musst du da einfach so, und die hier dann da dran, ne? Nö, ich habe kein Matz mehr für das letzte Stückle Dach. Ah, scheiße. Na toll. Na toll, wie... Aber guck mal, was es jetzt alleine schon für eine Stimmung hat, wenn da unten so schön ausgeleuchtet ist, ne? Gut, dass oben diese Dinger rausgucken, fällt mir nicht ganz so gut. Das müsste man sich dann eventuell angucken, ob das dann noch verändert wird von denen. Weißt du, dass man unten die Blöcke draus sieht, das mag ich nicht so. Aber möglicherweise ist es der frühen Version geschuldet, das weiß ich nicht. Ziemlich genial. Die da gefallen mir richtig gut, Leute. Was kann ich denn an filigranen Arbeiten zum Beispiel machen? Pass mal auf. Ich gehe nochmal rein.
Na klar, hier, das sind so die Standarddinger, das sind einzelne Blöcke. Was ist denn mit dem hier? Das ist, wenn du da ein kleines Dach setzt, wie sieht denn das aus? Lass mich mal kurz gucken. Was ist denn, wenn ich das da hinsetze? Oder? Oder? Ah, ich habe keine mehr. Alleine, dass du das so einrahmen kannst, finde ich absolut gut. Jetzt muss ich noch mal kurz was gucken. Da gab es doch auch Fenster, ne? Bettentische, Stühle, Fenster. Okay, im Moment haben wir nur dieses Fenster. Ich nehme an, da gibt es später auch Metallfenster. Türen haben wir nur die Türe. Da wollte ich kurz einmal den Metallschrott rausholen, bevor er ganz durchlaufen ist. Machen wir uns mal kurz drei Türen oder so. Da oben sind sie, ich hält. Aber bei den Fenstern nicht. Holztüre. Holzdoppeltüre. Primitive Holztüre. So. Ey, eine Holzdoppeltüre, ja klar. Klar. Super. Super. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir hier die Schmelzen irgendwie hinter so ein Steinding setzen, dass die so Castle Grayskull-mäßig aussehen. Ja, hier müsste ich ja fast eine Holzdoppeltüre reinsetzen, ne? Mal gucken, ob wir das noch hinkriegen. Ey, alleine dieses, weißt du, dieses Rumprobieren jetzt sieht schon nach was aus. Ich finde es total gut. Eine Holzdoppeltüre hätte ich gerne noch gesehen. Tische, Stühle, Bänke, gucken wir auch noch gleich rein. Türe, Holzdoppeltüre. Ich brauche eine Holztüre dafür. Dann mache ich mir eine Holzdoppeltüre. Und dann werde ich die da draußen setzen. Ja. Ja, das ist schon gut. Wie schön diese Ursprungsfenster hier sind, ne? Leute, mir gefällt es richtig, richtig gut. So, ne, jetzt würde ich dann halt Material farmen, dann könnte man das hier oben erweitern. Hätten wir einen zweiten NPC, würde der vielleicht hier oben irgendwie. Das weiß ich nicht. Aber das gefällt mir richtig gut. Lass mich nochmal reingucken, was es noch gibt. Junge, Junge. Also, Zäune beispielsweise, ja, lass uns einfach mal. 5 Zäune bauen und einfach mal gucken, wenn wir vorne am Eingang wäre es cool. Naja, das ist ja einfach mal. Ne, weil hier komme ich ja rein, dann würde ich es hier so einzäunen. Auch, dass du so ineinander gesnappt bauen kannst, finde ich super. Ist das nicht schön? Also es sieht jetzt schrecklich aus, weil ich 1000 verschiedene Baumaterialien benutzt habe. Das harmoniert nicht, aber es ist einfach eine coole Geschichte, was du hier machen kannst. Zäune haben wir uns angeguckt. Ich sehe keine anderen hier oben im Moment. Dann haben wir so Geschirr, das interessiert mich jetzt nicht so sehr. Fenster können wir gerne nochmal 2, 3 Stück machen für oben, dass es durchgehend fertig ist. Ne, dann die verschiedenen Türsorten haben wir gemacht. Lichtquellen, die kennen wir zum Großteil, würde ich jetzt sagen. Also die haben wir uns angeschaut. Ich kann aber noch so eine Kerze machen. Dann haben wir die Bänke. Machen wir. Was? Kein Slot im Inventar. Gut, gut. Dann mache ich jetzt erstmal die Kerze kurz weg. Die könnte man vielleicht im Ossi geben. Ossi, guck mal. War's das? Jo, brauchst du noch mehr? Osse! Der Osse. Wie schön, gleich speziell unseren Osse einen eigenen Namen verpasst. Hier ist noch ein bisschen Platz frei. Dann lass uns doch mal kurz. Was ich natürlich auch noch gern rausfinden würde, ist.
Ja, das kann man jetzt alles löschen, das brauchen wir jetzt im Moment nicht. Lass mich mal. Wenn ich jetzt hier rum am Bauen bin, angenommen, ich will jetzt eine Metallsäule. Angenommen, ich will jetzt eine Metallsäule oder irgendwas aus Metall hier rüber verbinden. Ja, gehe ich ins Baumenü, nehme mir das hier wieder, das hier. Ich habe keine Materialien. Also er nimmt nicht die in der Nähe liegenden Mats. Du musst dann schon. Die musst du dann schon im Inventar haben. Ne, wenn ich die jetzt da reinmache, dann müsste es normalerweise gehen. Weil manchmal zieht er ja aus der Werkbank auch Dinge, ne? Da macht das allerdings nicht. So. Ah, guck mal, er snappt unten an der Säule. Ne, geil wäre hier eine Ego-Perspektive, wo du dann. Hier muss ich jetzt mal kurz gucken. Warum verbindet er jetzt hier das nicht mit dem? Einrasten verwenden. Aha. Okay. Ich wollte einfach mal eine Metallsäule ziehen, weißt du? Ey, du kannst dann echt später so viel machen. Auch ineinander. Und das Geile ist halt, diesen letzten Schritt nochmal zurückzumachen, den finde ich echt super hilfreich. Das wird richtig gut. Aber warum habe ich jetzt eigentlich gerade aufgehört mit dem, was ich überlegt habe? Ich war doch hier drin, ne? Lass mich mal kurz. Richtig, Fenster wollte man noch kurz gucken. Die bauen wir mal kurz noch ein. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt in dieser Demo gar nicht so viel. Ich wusste ja, ich kenne mich halt, weißt du, wenn ich jetzt hier gesagt hätte, komm, wir bauen uns mal eine Kleinigkeit. Dann wäre schon mal die Zeit rum. Wir hätten auch im Vorfeld erstmal ein bisschen bauen können mit den Standard-Mats und hätten dann auf Tour gehen können, aber es ist eine Demo. Ich freue mich ja auf ein Early Access wie Sau und da werden wir auf jeden Fall dabei sein. Ja gut, hier müssen dann natürlich andere Fenster rein, das ist doch mal ganz klar. Hier sieht es wieder gut aus, finde ich. Dieses kleine Überdachungsteil gefällt mir richtig gut. Vielleicht baue ich mir eher ein Lager aus Metall. Also würde jetzt das alles sein, was drin ist im Spiel, würde ich aus diesen gehobeneren Steinblöcken mein Haupthaus machen. Meine Schmiede und Werkstätten und so, die würden normalen Stein bekommen. Natürlich schön mit Holz gemischt. Wenn ich eine Gruft habe oder irgendwas Unterirdisches, würde viel auch Knochen zum Einsatz kommen, aber nicht so großflächig wie hier. Ja. Das wird so noch einmal an die Werkbank, Leute. Ich muss mich so ein bisschen losreißen jetzt, sonst spüre ich die Trauer, dass es vorbei ist, bis die Herrschaften ihr Spiel freigeben oder Damenschaften. Sagt man Damenschaften eigentlich nicht, gell? Bänke. Ich baue einfach mal eine. Stühlchen. Gibt es noch mehr Bänke? Im Moment nicht. Stühlchen. Bumm. Feuerstelle kennen wir. Tische. Wir haben einen Primitiven. Einen Primitiven. Ein Holznachttisch. Jetzt will ich sie alle sehen. Tja, bettentechnisch primitiv. Primitive Matratze. So, kriegt der Alter dann noch ein gutes Bett und dann ist das Thema doch erledigt. Was ich jetzt nicht weiß. Ah doch, ja, aufheben, klar. Ja, und die Lampe, kann ich die nicht aufheben? Doch, geht. Du musst nur den Punkt finden. So, weil dann können wir nämlich die für den Showcase hier draufstellen. Dann bekommt unser. Ich hätte es nur aufheben müssen, gell? Egal, egal. Aber jetzt. Der Osse braucht ja auch Bett zum Pennen. So, siehst du, dann hast du jetzt hier mal ein sauberes Bett mit Felle drauf sogar. Mit Felle drauf, mein Freund. Dann kriegst du noch ein Nachttischle. Da steht jetzt leider das an. Ich muss mal überlegen, wo pennt denn eigentlich der Osse? Osse, wo schläfst denn du? Was hast du gesagt? Am allerliebsten im Gras? Ich weiß nicht, ob ich dir das Bett hinsetzen kann, aber ich probiere es. Ich probiere es natürlich, Osse. Nicht genug freier Platz, ne? Doch, er kann draußen pennen, wenn er will. Aber ich könnte natürlich auch gucken, ob man da noch den Bodengeschwinder weiter kriegen. Was man auch ist, ja gar kein Problem. Wir sind ja jetzt mittendrin, statt nur dabei.
Ich habe leider nicht genug Metallblöcke, aber warte mal, warte mal, warte. Der Ossi ist natürlich ein Schmied, der wird schon gerne auf Metall schlafen. Ich kenne ihn doch. Blöcke. Blöcke, 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 Metallblöcke. So, mein Freund, dein Bereich und deine Wünsche sollen natürlich erhört werden. Es sieht halt jetzt wirklich patchworkmäßig aus, aber ihr wisst ja, was ich heute zeigen wollte. Ne? Das war mir jetzt einfach wichtig, dass wir uns das noch angucken. So, guck mal, hier mittendrin wieder König. Und du bist der Erste an diesem Ort, der ein eigenes Nachttischl hat, Osse. Schlag zu, solange das Eisen heiß ist. Und da du ja ein gefährlicher bist, also eigentlich ist er nicht gefährlich, aber. Das war fast klar. Kriege ich in die Lampen hier wieder weg? Eigentlich wollte ich ihm die gefährlichere geben, aber ich stelle das mal wieder drunter. So. Ich wollte dir eigentlich die gefährliche geben, aber du kriegst jetzt halt in Gottes Namen die Glühlampe hier. Das ist dein Lämple. Er freut sich tierisch. Ich spüre es direkt durch. So, das wollen wir auch noch kurz angucken. Leute, eine schöne kleine Runde. Der erste Vorgeschmack. Guck mal, falls du mal müde wirst bei der Arbeit, hast du hier einen Schemel. Falls wir überhaupt mal zum Chillen kämen, wäre dann schön, wenn wir uns hier irgendwo hinsetzen könnten. Gut, es steht jetzt hier Scheps, da hätte man dann die Hake gebraucht, um es ein bisschen schöner zu machen. Ne? So, Leute, jetzt haben wir alles so ein bisschen mal gesehen. Ich finde, der erste Eindruck verspricht viel Spaß. Könnte mir vorstellen, dass es das richtig, richtig gut wird. Gab es eigentlich keine Hängelampen oder habe ich die nur nicht gesehen? Lichtquellen. Ja gut, die hier, ne? Aber so eine richtige Hängelampe sehe ich jetzt im Moment nicht. Was aber nichts heißt. Wir haben wahrscheinlich wirklich nur an der Oberfläche gekratzt in dieser ersten Runde jetzt hier. Okay, meine Lieben, ich drücke gar nicht mehr rein. Eigentlich habe ich gar nichts reingedrückt. Ich habe nur gerade gemerkt, es bringt nichts, sich jetzt hier in Liebe und Detail zu verlieren. Es ist eine sehr positive Geschichte, wenn ich sehe, dass ich jetzt einfach hier grob ein paar Blöcke zusammengesetzt habe in der Form von einem Haus und es sieht aus wie ein Haus. Was ist das hier oben auf dem Dach? Das sieht ja aber von hier nicht so gut aus wie von da. Wie hast du denn das gemacht? Vor allem, das ist wieder so ein Spiel. Du hast ja eine Riesenwelt. Du hast Aufgaben, du hast eine Quest, eine Storyline und du hast dein eigenes Leben hier. Und das ist immer das Tollste. Ah, das sieht nur so aus, weil das Dach noch nicht fertig ist. So. So bleibt's. So soll es bleiben. So soll es bleiben. In dem Sinne bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für diese Runde. Der Osse und ich freuen uns, wenn wir uns im Early Access wiedersehen, Leute. Denkt dran, wenn euch das Spiel gefällt und ihr informiert sein wollt, bei Steam das ganze Ding auf die Wunschliste packen und folgen, dann sind die Entwickler glücklich und ihr verpasst nichts. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.